Ja, guten Tag bei diesem neuen Blick ins Labor. Wir beschäftigen uns heute oder versuchen uns mit der Time-Interval-Messung in Picosekundenauflösung für Amateure ein bisschen zu beschäftigen. Es gibt bei diesem Video ein bisschen einen langen Einführungstext. Ich denke, der ist eben auch wichtig. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Vergleichsmessungen von GPS, DOs, Quarzoszillatoren, Rubidium-Oszillatoren etc. auf dem Netz zu sehen. Aber in der Regel sind diese Messungen dann mit Mitteln gemacht, die dem Amateur in der Regel nicht zur Verfügung stehen. Also nicht jeder hat eine Cäsium-Referenz in seinem Schack oder irgendwelche Atomuhren. Also das größte, das beste Gefühl ist eine Rubidium Referenz, die auch zu günstigen Preisen erhältlich ist. Aber wenn man schon solche Referenzen hat oder ein GPS-DO sein eigen nennt oder einen guten Quarzoszillator hat, dann möchte man ja auch irgendwann mal wissen, wie gut die sind. Und wie misst man das nun mit Amateurmitteln? Wichtig ist zu wissen, dass eigentlich, was ich hier darstelle, Vergleichsmessungen sind. Wir haben keine, oder ich wenigstens habe keine Referenz, die etwa 10-fach oder 10-mal besser ist als die zu prüfenden, zum Beispiel Rubidiums oder GPS-DOs. Deshalb ist das nur eine Vergleichsmessung und man kumuliert dann natürlich die Ungenauigkeit oder Unsicherheit des Referenzsignals mit der Unsicherheit des zu prüfenden Signals. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Also wir machen hier Messungen, die unter bestimmten Bedingungen stimmen, sei dies feuchte Temperatur und vieles andere mehr, und die haben auch keinen Anspruch auf absolute Genauigkeit und können schon gar nicht zu Kalibrierzwecken benutzt werden. Das Ganze bei mir hat angefangen mit einem Zitat von Ulrich Bangert. Der hat mich da richtig neugierig gemacht. Ulrich Bangert hat einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben über die Stabilität von Oszillatoren und Frequenznormalen. Man findet hier den Link dazu. Und das Wichtigste aus dieser riesigen Dokumentation ist dieser Satz oder diese Sätze. Wenn man aus irgendwelchen Gründen auch immer die Auflösung eines Messgerätes, wenn das nicht ausreicht, und das ist halt in vielen Fällen bei den zur Verfügung stehenden Messgeräten der Fall, sei dies ein Racaldano oder sei dies eben mein 53S31 oder andere Frequenzzähler, dann muss man den Effekt verstärken, bis er eben mit den zur Verfügung stehenden Messmitteln auch gemessen werden kann. Und genau diesen Weg möchte ich Ihnen in der folgenden vor ein paar Minuten zeigen. Die Referenzen, die ich dazu verwendet habe, ist die Stabilität über die Oszillatoren hier, von Ulrich Bangert, ein extrem wertvoller Artikel. Ich glaube, es gibt nichts Besseres in deutscher Sprache. Dann das Standardwerk von Riley, den man übrigens immer noch findet, auch per E-Mail kann man ihn mal anschreiben. Das Original über diese Methoden findet man hier. Riley hat auch das quasi Standardwerk Stable 32 entwickelt und geschrieben, das man jetzt auch als Freeware erhalten kann, war früher nicht der Fall. Und dann benötigen wir natürlich auch noch eine Auswertsoftware. Es gibt sehr, sehr viele, zum Beispiel EZL, auch ein gutes, Alavar, auch sehr weit verbreitet. Es geht auch mal mit Excel, kann man durchaus. Es gibt ein Add-on von Keysight oder Agilent oder HP für Excel und dann kann man das mit Excel auswerten, geht auch. Ich habe mich mal für Timelab entschieden. Timelab kann man hier auch gratis herunterladen. Timelab hat den großen Vorteil, dass man mit dem mir zur Verfügung stehenden Zähler eben direkt mit GPIP die Daten ablesen kann. Das wäre es zur Einführung. Die Methoden, die wir jetzt anwenden, ist in einem ersten Schritt die heterodyne Methode. Die sieht so aus im Schema. Das heißt, man mischt mit einem Mixer
die Referenz, das Referenzsignal, zum Beispiel 10 MHz, zu einem naheliegenden DUT, also das zu überprüfende Signal, ein GPS-TO oder ein Rubidium oder ein anderes 10 MHz Signal. Dann wählt man einen Mixer und dieser Mixer hat dann die zweite Referenz, ein Local Oscillator, der um einige Hertz verschoben ist. In meinem Fall hier zum Beispiel 100 Hertz. Dann braucht man noch einen Low-Pass-Filter. Man kann hier Low-Pass-Filter einfügen oder eben auch, wenn man den 53131 zur Verfügung hat, hat der bereits den Low-Pass-Filter eingefügt. Damit man nicht falsche Daten schon von den Referenzen erzeugt, sollte man die Referenz des Zählers, die Referenz des Mixers vielleicht an dieselbe Quelle schließen. Ich habe das über einen Distribution Amplifier, habe ich das mit dem Leo Bodnar GPS-TO bei beiden synchronisiert. Das wäre mal die Methode. Wie das nun im Detail aussieht, schauen wir hier an. So. Das ist eigentlich so das Schema, wie ich es aufgebaut habe. Ich wollte zuerst ein Video machen, aber das bringt es eigentlich nicht. Man kann das viel besser anhand eines kleinen Schemas erklären. Also hier wiederum das Prinzip und hier die Berechnung. Ich habe beim Local Oscillator habe ich 100 Hertz gewählt und das gibt dann eine theoretische neue Auflösung von 0,01 Pikosekunden. Also reine Theorie. Aber man kann es ablesen, Sie werden das sehen. Warum hier 10 hoch minus 9? Das entspricht der Auflösung meines Agilents hier, 53131. Der hat 500 Pikosekunden maximal oder kleinstes Time Interval. Die 500 Pikosekunden plus minus habe ich mal eine Nanosekunde genommen, deshalb das 10 hoch minus 9. Dann die Überhöhung eben 10 hoch 5. 10 hoch minus 9 dividiert durch 10 hoch 5 gibt eben eigentlich 14, also 0,01 Pikosekunden. Das kann man ablesen, aber ist eine reine theoretische Größe. Das muss man schon so sehen. Wir sind schon froh, wenn wir wissen, was eine Pikosekunde ist. Das ist natürlich schon sehr, sehr klein. Wie habe ich das nun gemacht, damit man auf diese Pikosekunde kommt? Das wichtigste Teil ist hier der Mixer. Ich habe einen LRFMS 210 Mixer gewählt. Ich habe Versuche gemacht mit aktiven Mixern, mit passiven Mixern und der beste, den ich dann gefunden habe, ist dieses LRFMS und zwar passiv. Die aktiven haben mir zu viel Oberwellen gemacht und haben auch sehr viel Störgeräusche oder Rauschen verursacht. Dieser passive Mixer hat sehr schöne Werte. Der Local Oscillator kann plus 10 dBm sein. Input RF kann zwischen minus 10 dB bis Maximum 17 dBm sein. Und das ist schon sehr, sehr gut, weil man dann doch nicht auf sehr, sehr limitierte Werte beschränkt ist. Als Local Oscillator habe ich meinen Sigland Frequenzgenerator verwendet. Da kann man andere Sachen nehmen, das ist durchaus möglich. Hier habe ich diese 9,9999 eingestellt. Und nach dem Mixer hier, sollte man dann eben diese Beat-Frequenz haben, also diese Überhöhung von, ich habe 100 Hertz gewählt. Und die kann man hier, wenn man das gut misst, kann man hier diese 100 Hertz ablesen, auf xx Stellen genau. 100 Hertz ist mal wichtig. Anschließend nimmt man eben die Referenz, die hier dieselbe ist, die Referenz, die hier dieselbe ist und nochmal die Referenz hier auch dieselbe. So hat man wenigstens die Fehler der Referenz ausgeglichen. Und hier wird jetzt nun das zu überprüfende Element eingespiesen, sei dies Quarzoszillator, ich habe bei mir ein GPS-TO oder ein Rubidium-Standard. Aktuell habe ich den Rubidium-Standard gewählt. Und dann wählt man beim Counter die Periode. Also man wählt jetzt hier, das wird zu einem Periodencounter hier.
Also nicht ein Frequenz, sondern die Periode. Und wenn man das jetzt genau anschaut, dann sind wir eben auf dieser Auflösung. Wir haben hier, das sind Mikrosekunden und dann haben wir 6 Stellen. Also wir sind hier auf einer Pikosekunde, die man ablesen kann. Und dann noch xx Stellen dahinter, das würde ich mal vergessen. Aber wir sind ganz sicher bei einer Pikosekunde Auflösung. Man sollte das Filter hier, ein Low-Pass-Filter einfügen. Hier, 100 kHz-Filter, der 53131 hat zufälligerweise schon ein solches Filter und sonst nimmt man einen Collins oder irgendeinen anderen Filter. Ich habe das auch versucht, oder ich habe noch einen Kron, so ein Audiofilter kann man auch benutzen. Dann die Auswertung mit dem Teilab. Hier kann man GPIP anschließen und hier direkt dann die Frequenzen, also die Perioden ablesen. Und anschließend mit Timelab kann man auch die verschiedenen allen Variations kann man dann auswerten, sei dies mit Stable 32 oder auch direkt mit Timelab. Der hat auch 2 Möglichkeiten, das direkt auszuwählen. Das zu dieser Methode. Es gibt selbstverständlich dann noch eine andere Methode. Die werden wir dann in einem zweiten Schritt miteinander anschauen. Das ist dann die Double, die Dual-Mixer-Methode. Viel, viel anspruchsvoller. Wir werden das auch noch anschauen in einem zweiten Teil dieses Videos. Hier brauchen wir dann 2 Mixer. Wir brauchen eigentlich dann einen Time-Interval-Cutter. Wir werden dann das Time-Interval messen und nicht mehr die Periode. Also wir brauchen dann 2 Anschlüsse, 1, 2. Die Berechnung ist dieselbe. Und wir werden das dann auch machen. Aber hier sind für Amateure sehr, sehr viele Unsicherheiten eingebaut. Das gibt dann ja, enorme Schwierigkeiten und ist mit sehr vielen Fehlern behaftet. Also wenn man anfängt, etwas zu machen, würde ich mal empfehlen, dass man mit dieser Methode anfängt. Okay, schönen Dank für diesen Blick ins Labor und ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bin selbstverständlich stehen gerne zur Verfügung, wenn Sie irgendwelche zusätzlichen Informationen möchten zu dieser Methode, die ich hier angedeutet habe. Schönen Dank!